Adelante. Hallo, hallo. Ich begrüße euch zur Kundgebung der Frente Unido America Latina. Es spricht Dr. Nancy Larenas von der Partido Comunista de Chile. Querido pueblo de América Latina y el Caribe, berlinesas, berlinesas, berlineses, compañeras y compañeros, la lucha de nuestros pueblos se ha producido en distintas situaciones históricas y en diversos escenarios con toda su diferencia, siendo el denominador común la lucha contra el colonialismo y contra el imperialismo de Estados Unidos. Muchas veces hemos sufrido reveses dolorosos y trágicos. Se han perpetuado por largos años el oprobio y la injusticia en manos de los poderosos, las burguesías de nuestros países, afectando a nuestras poblaciones vulnerables y en particular a los trabajadores. Der Kampf unserer Völker fand und findet in verschiedenen historischen Situationen und verschiedenen Szenarien mit all ihren Unterschieden statt. Der gemeinsame Nenner ist der Kampf gegen den Kolonialismus und den US-Imperialismus. Viele Male haben wir schmerzhafte und tragische Rückschläge erlitten. Viele Jahre haben die Mächtigen, die Bourgeoisien unserer Länder, unsere schwachen Bevölkerungsgruppen und insbesondere die Arbeitnehmer mit Schande und Ungerechtigkeit überzogen. Las protestas populares han traído cambios históricos a lo largo de los años y en 2019 marcaron un hito histórico. Las protestas se expandieron en Chile, Haití, Ecuador y Colombia. En Chile obligaron al gobierno de Piñera y la oligarquía chilena a aceptar la redacción de una nueva constitución para terminar con la constitución de Pinochet. Y en Perú han logrado la elección de un presidente progresista, Pedro Castillo. Die Proteste des Volkes haben im Laufe der Jahre historische Veränderungen herbeigeführt. Und 2019 markierten sie einen historischen Meilenstein. Die Proteste breiteten sich aus in Chile, Haiti, Ecuador und Kolumbien. In Chile haben sie die chilenische Regierung und die Oligarchie gezwungen, die Ausarbeitung einer neuen Verfassung zu akzeptieren, die das Ende von Pinochet bedeutet. Und in Peru haben sie die Wahl eines fortschrittlichen Präsidenten Pedro Castillo erreicht. La vigencia del modelo neoliberal como fase del capitalismo a lo largo de más de cuatro décadas han potenciado los impactos negativos del COVID-19, expresada en millones de hogares de la región que luchan por sobrevivir, hambrientos, los que no tienen la certeza de comer al día siguiente, desocupados, sin derecho a la salud, pérdidas de la vivienda y aumento de la violencia contra las mujeres, niños y personas. Si condenamos el neoliberalismo, tenemos que condenar lo que lo origina y que es el capitalismo. Exigimos justicia social para nuestros pueblos. Das neoliberale Modell als Phase des Kapitalismus seit mehr als vier Jahrzehnten hat die negativen Auswirkungen ist durch die negativen Auswirkungen des Coronavirus noch verstärkt worden, was sich in Millionen von Haushalten in der Region äußert, die ums Überleben kämpfen, die hungern und keine Gewissheit haben, ob sie am nächsten Tag etwas zu essen haben.
die arbeitslos sind, kein Recht auf Gesundheitsversorgung haben, ihre Wohnungen verlieren und die Gewalt gegen Frauen und Kinder nimmt zu. Wenn wir den Neoliberalismus verurteilen, müssen wir auch das verurteilen, was ihn hervorgebracht hat, den Kapitalismus. Wir fordern soziale Gerechtigkeit. La respuesta de los gobiernos ha sido insuficiente. En cuanto a la alimentación, han respondido con la entrega de paquetes de alimento para amortiguar el hambre, lo que es una vergüenza. Mientras aumentan los millonarios en América Latina y también en el Caribe y también en el mundo. Nuestra región, una de las más desiguales del mundo, se hunde bajo el impacto del coronavirus. La riqueza de los multimillonarios en América Latina y el Caribe, medido por la lista de Forbes, demuestra que ha crecido más del 40% durante el COVID-19 hasta ahora. Exigimos impuestos para los ricos. Die Reaktion der Regierung war unzureichend. Was die Nahrungsmittel angeht, haben sie mit der Lieferung von Lebensmittelpaketen reagiert, um den Hunger zu stillen, was eine Schande ist. Während die Millionäre in Lateinamerika, der Karibik und der Welt auf dem Vormarsch sind, versinkt unsere Region, die zu den ungleichsten der Welt gehört, unter den Auswirkungen des Coronavirus. Das Vermögen der Milliardäre in Lateinamerika und der Karibik ist laut Forbes-Liste während der Covid-19-Pandemie um mehr als 40% gestiegen. Wir fordern eine Steuer für die Reichen. Un ejemplo doloroso de explotación en nuestra América Latina y el Caribe es Haití. Fue el primer país que se independizó en nuestra región en 1804 de Francia, y es el país más pobre cuya historia ha estado marcado por la violencia extrema, sangrientas dictaduras que sembraron el horror. Existe una inseguridad creciente donde la vida no vale nada. Numerosas bandas armadas han proliferado por las calles. La inestabilidad política es una constante en el país. Basta decir que es el único país de América que ha tenido más de 20 gobiernos en 35 años. Han sufrido terremotos devastadores el 2010 y el 2021. Y además el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Ein schmerzliches Beispiel für die Ausbeutung in unserem Lateinamerika und der Karibik ist Haiti. Das erste Land, das 1804 seine Unabhängigkeit von Frankreich erlangte und das ärmste Land in unserer Region ist. Seine Geschichte ist von extremer Gewalt geprägt. Blutige Diktatoren haben Terror verbreitet. Es herrscht eine wachsende Unsicherheit, in der das Leben nichts mehr wert ist. Zahlreiche bewaffnete Banden haben sich auf den Straßen breit gemacht. Politische Instabilität ist eine Konstante im Land. Es genügt zu sagen, dass es das einzige Land in Amerika ist, das in 35 Jahren mehr als 20 Regierungen hatte. Sie haben 2010 und 2021 verheerende Erdbeben und die Ermordung von Präsident Jovenel Moïse erlebt. Las protestas contra la mala gestión económica y política y la corrupción son una constante. El escándalo de corrupción durante el gobierno de Jovenel Moïse, que malversó millones del programa Petrocaribe, un programa de producción petrolera solidaria del gobierno venezolano. Por otro lado, los sindicatos se enfrentaron y se enfrentan a una represión sistemática, con una oleada de despidos, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte dirigidos a los pocos sectores en los que los trabajadores han podido organizarse.
como la educación, el sector público y las zonas francas industriales. Die Proteste gegen wirtschaftliche und politische Misswirtschaft und Korruption sind eine Konstante. Ein Beispiel ist der Korruptionsskandal während der Regierungszeit von Jovenel Moïse, der angeblich Millionenbeiträge aus dem Petro-Caribe-Programm, einem Solidaritätsprogramm der Regierung Venezuelas, veruntreut hat. Auf der anderen Seite waren die Gewerkschaften mit systematischen Repressionen konfrontiert, mit einer Welle von Entlassungen, willkürlichen Verhaftungen und Morddrohungen, die sich gegen die wenigen Sektoren richteten, in denen die Beschäftigten in der Lage waren, sich gewerkschaftlich zu organisieren, wie im Bildungswesen, im öffentlichen Sektor und in den freien Exportzonen. El subsuelo de Haití contiene hidrocarburos y metales con enormes depósitos de oro y plata. Según el periódico londinense The Guardian, más de un tercio del norte de Haití ha sido adjudicado a empresas estadounidenses y canadienses. Der Boden Haitis enthält Kohlenwasserstoffe und Metalle mit riesigen Gold- und Silbervorkommen. Laut der Londoner Tageszeitung The Guardian wurden mehr als ein Drittel des nördlichen Haitis an US-amerikanische und kanadische Unternehmen vergeben. Querido pueblo de América Latina y el Caribe, las luchas sectoriales como la de los sindicatos, de la salud, de las mujeres, del medio ambiente, por las jubilaciones y otras, son muy necesarias, como asimismo el trabajo político de los partidos de izquierda y progresista. Pero imprescindible para lograr los cambios estructurales que necesitamos es la unidad de todas estas fuerzas sectoriales y políticas centradas en el origen de nuestras desgracias y representen los intereses de toda la sociedad en un solo puño contra el modelo político, social y económico. Esto también es imprescindible en la lucha en Alemania, donde las fuerzas están dispersas. Liebe Völker Lateinamerikas und der Karibik, die sektoralen Kämpfe wie die der Gewerkschaften, des Gesundheitswesens, der Frauen, der Umwelt, der Renten und anderer sind sehr notwendig, ebenso wie die politische Arbeit der Linken und der fortschrittlichen Parteien. Aber unentbehrlich, um die strukturellen Veränderungen zu erreichen, die wir brauchen, ist die Einheit aller dieser sektoralen und politischen Kräfte, die sich auf den Ursprung unseres Unglücks konzentrieren und die Interessen der gesamten Gesellschaft in einer einzigen Faust gegen das politische, soziale und wirtschaftliche Modell vertreten. Dies ist auch für Deutschland, wo die Kräfte verstreut sind, unentbehrlich. Aún con distancia histórica, José Carlos Mariátegui decía: en la hora de hoy nada nos divide, todos debemos sentirnos unidos por la solidaridad de clase, vinculados en la lucha contra el adversario común, ligados por la misma voluntad revolucionaria y la misma pasión renovadora. El presidente Salvador Allende Gosin, con palabras de un diagnóstico y mirada de futuro, expresaba en una atiborrada Asamblea General de las Naciones Unidas el lunes 4 de diciembre del 1972 lo siguiente: son los pueblos, todos los pueblos del sur, al sur del río Bravo, que se yerguen para decir basta, basta la dependencia, basta las expresiones, basta la intervención. Dennoch sagte José Carlos Mariátegui mit historischem Abstand: in der heutigen Zeit trennt uns nichts mehr. Wir müssen uns alle durch die Klassensolidarität geeint fühlen. Geeint im Kampf
gegen den gemeinsamen Gegner, geeint durch den gleichen revolutionären Willen und die gleiche Leidenschaft für die Erneuerung. Präsident Salvador Allende Gossens sagte am Montag, dem 4. Dezember 1972, vor der vollbesetzten Generalversammlung der Vereinten Nationen: Es sind die Völker, alle Völker südlich des Rio Bravo, die aufstehen und sagen: Genug, genug der Abhängigkeit, genug des Drucks, genug der Intervention. Venceremos. Venceremos. El pueblo unido jamás será vencido. Hasta la victoria siempre. Venceremos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias. Wir machen jetzt ein bisschen Musik, dann kommt der nächste Redner. Ich bin von der Polizei aufgefordert worden, nochmal zu sagen, dass wir alle Masken tragen sollen.